Jo, hi, hier ist der Oliver Sessions, Zeugerschaft von Caroline Bird, den Kama Sutra. Kamasutra von Catherine Brad. Natürlich ist es offenbar, es handelt sich beim heutigen Produktvideo um Fuzzface und natürlich wieder mal von Catherine Brad. Ich werde so langsam zum Fan von der Firma, muss ich sagen. Müsst euch mal umschauen auf der Webseite, es ist wirklich ganz, ganz geile Sachen am Start und mal gucken, was ich mir noch alles so ausgrabe. Auf jeden Fall habe ich nach dem Royal Albert Hall endlich mal den Kamasutra mir unter den Nagel gerissen, um ihn euch mal zu zeigen. Es ist ein waschechtes Fuzzface, was so ein paar Besonderheiten aufweist, die auch für mich neu sind. Zum Beispiel, ich meine, ihr wisst ja, oder vielleicht auch nicht, auf jeden Fall ist es interessant, meistens geht es bei Fuzzfaces um Germanium- bzw. Silizium-Transistoren. Die klingen auch stark unterschiedlich. Silizium klingt sehr viel schärfer, ein bisschen ätzender. Die Germanium-Dioden sind ein bisschen weicher im Attack. Eher so 60er-orientiert, End-60er-orientiert, Anfang 70er war dann Silizium das vorherrschende Material. Und dann hat sich Howard G. überlegt, ey, wie sieht's aus? Ich mache mal ein Fuzzface, was man ein bisschen flexibler verwenden kann. Was nicht unbedingt so arg vintage orientiert ist, weil ich muss erleben, also ab und zu, wenn ich dann so ein Roger Meyer Fuzz oder irgend sowas habe, was wirklich extrem historisch korrekt ist, dann ist es oft so, dass es wirklich nur einen einzigen Sound hat. Man kann fast überhaupt nichts einstellen, außer halt Verzerrung und Lautstärke. Und das ist beim Kamasutra schon ein bisschen anders, denn es gibt ein paar Regelmöglichkeiten, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ich gehe mal auf die Elemente. Ich habe jetzt natürlich erstmal praktisch mit Input regle ich sozusagen die Stärke oder vielmehr den Pegel, mit dem die Dioden angefahren werden, also eigentlich die Verzerrung. Und hier vor allen Dingen mit Diode und mit Density regle ich den Sound des Fuzzfaces. Das heißt, im Prinzip ist es so, wenn ich hier mal anfange. Das wäre jetzt mal mein Amp ohne Fuzzface. Was ich gut machen kann, ich kann, wenn ich jetzt die beiden oberen Regler ein bisschen runterfahre, das ein bisschen mehr als Booster konfigurieren. Das ist sehr, sehr interessant, zum Beispiel so. Ja. Schon hören kann, ist, dass natürlich hier bei Density der Bass ein bisschen nach oben gefahren wird. Wenn ich jetzt sehr weit unten bleibe, wird es sehr, sehr schlank. Ja? Da kommt es schon, bis es am Ende dann so richtig so wollig, matschig klingt. Ne? Sehr, sehr viel tighter.
Was ich hier mit dem Diodenregler mache, ist im Prinzip die Kompression regeln. Von völlig unkomprimiert bis hin zu weicher. Ja. Und dann kriege ich diesen typischen Fuzz-Face. Noch nicht ganz, natürlich. Ich meine, was den Verzerrer wirklich geil macht, ist, dass ich so ein bisschen dazwischen auch operieren kann. Also nicht nur diese Vollbedienung, sondern auch vor allen Dingen auch regelbar mit dem Volumenpotty. Das ist auch immer sehr, sehr geil bei so Fuzz-Faces, die so, die dann sehr stark aufklaren. Ne? Kann ich dir mal zeigen. So. Wenn ich mal runterregle, ist der Knaller hier. Oder ein bisschen höher. Und das, was es natürlich ausmacht bei so einem Fuzz-Face, ist, dass vor der Verzerrung dieser extreme Bassschub kommt. Und dadurch fängt es an, so zu furzen, dieses extrem wollige, was man so kennt. Das ist natürlich dann hier praktisch mit Density zu erreichen, ein bisschen höher. Extrem fettig. Was halt so geil ist, das bleibt immer noch kontrollierbar. Das heißt, ich kann ruhig mehrere Seiten auf einmal spielen, ohne dass das Ganze mir im völligen Matsch versinkt. Also da hat Howard wirklich ganze Arbeit geleistet. Er hat irgendeinen originalen Fuzz-Face, Harmonic, Percolator, ich habe keine Ahnung, versucht, nicht zu kopieren, aber hat den als Anlass genommen, zu sagen, ey, komm, ich mache jetzt mal ein Fuzz-Face für die Welt. Und er ist wirklich, also du wirst echt mal auf die Seite gehen. Ich habe schon oft gesagt, wirklich ein sehr, sehr geiler Typ, der sich sehr viel Gedanken gemacht um einfach besondere Pedale und das Ganze auch wirklich gut verpackt und vor allen Dingen auch mal die Anleitung durchlesen, was er sich für Gedanken macht und einfach ein obergeiler Typ und vor allen Dingen klingt halt auch sehr, sehr geil. Jo, da bin ich wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Catalin Brad den Kamasutsu gezeigt in der Germanium-Version. Gibt es auch in der Silizium-Version mit zwei Silizium-Transistoren. Das war die gemischte Version. Einmal Germanium, einmal Silizium. Klingt obergeil. Kommt mal in den Laden und checkt das Pedal aus. Wir sprachen uns ja. Tschüss.